Ob wir soweit irgendwie in Let's Play kommen werden, weil wer weiß ich noch nicht genau. Mal gucken. Vielleicht spielen wir den dann irgendwann mal noch an, aber so ausgiebig durchspielen werde ich den zweiten Durchlauf im Let's Play auch nicht, weil es wird ja dann auch irgendwann mal Zeit für neue Projekte, beziehungsweise das Minecraft-Projekt ist ja auch noch voll am Laufen. Und da will ich auch noch ein bisschen was machen. Darksiders wollte ich eigentlich noch Let's Play machen. Let's Playen, mal gucken. Machen das eben so lange, wie es uns Spaß macht oder wie ihr das wollt und so hin und her. Ach so, und ich habe da gerade, ja, vor lauter, habe ich vergessen, hier haben wir wieder ein echtes Türkis für unser Auto, ein Skin gefunden. Ah, Fahrzeugskin freigeschaltet, hier überall die Erklärung, ich weiß es selber, was ich freigeschaltet habe. So, da ist dieser Reese. Psychos bekämpft man immer gerne im Nahkampf. Ach, warum machen wir das nicht so? Zack. Und da hätten wir wieder eine Flammenwaffe. Die ist, glaube ich, stärker wie diese hier. Ja. Und hat ein dickes Bajonett vorne dran. Stecken wir sie einfach mal ein. Schaden kann es ja nichts. Hey, warum treffe ich die nicht? Und wenn euch diese Viecher zu lästig sind und ihr wollt nicht viel Munition verbrauchen, dann wartet einfach, die kommen sowieso zu euch geflogen und erstecht sie. Die haben nämlich nichts drauf. Aber nerven tun sie trotzdem, diese Arschgeier hier. Ich will auch jetzt nicht das SMG extra für die... Ach, guck, da macht er das SMG auspacken. Schlagt man einfach so um sich rum und dann geht das auch. Und was ist das? Iridium. Wunderbar. Also hat sich das schon gelohnt, dass ich mich mit diesen Drecksviechern hier beschäftige. Gewaltiger Klingensturm mit einer Nahkampf... mit Klingenwaffen, diese Herausforderung. Das ist, wenn man so ein Bajonett vorne drauf hat. So, dann gehen wir den mal befragen hier. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so viel Action wert bin. Hey, du hast den gleichen Helm wie mein Commander. Mit dem Energiekern abgehauen. Ohne ihn ist Sanctuary wehrlos. Bring den Energiekern, da hustet er. Bisschen viel Schießpulver in die Lungen bekommen. Ich werde erst einmal pennen. Ja, penn du mal. Gute Nacht. Halt einmal. So, was ich euch zeigen wollte, jetzt zeigt uns ja der Diamant nach da. Aber wir gehen hier hin, weil ich habe euch ja gesagt, ich kenne ein paar Truhen. Und da oben ist eine, da oben. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hätte so gewollt. Wie es aussieht, hast du einen Gebietswegpunkt. Manchmal kann dein Echo-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Durchsuch das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Minikarte markiert ist. Dein Ziel befindet sich leider alles Schrott. Obwohl... Dieses eine Schild mit 164, ah doch, das ist doch ein gutes Stückchen kleiner als unseres. Sonst hätte ich jetzt gesagt, dann wäre es in Ordnung, wenn es ein klein wenig nur schwächer gewesen wäre, weil es eine bessere Ladeverzögerung hat, aber dem ist nicht so. So, Beute ist dünn gesät, kaufe oder erbeute grüne Schilder, grüne Dingsbums, die Dings da. Da unten sind wir hergekommen. Da diese Catch-A-Ride-Station, da haben wir das, den Adapter eingesetzt von Scooter. Das war das Camp. Wo diese Angelfreunde, Psycho Club, Trash Party, super pornöse Motherfucker, dort gechillt haben und uns unseren Weg nach Sanctuary versauen wollten. Aber damit haben die nicht gerechnet, mit dieser Pumpgun. Und hier ist das Windbreak Camp, genauso. Und das sollen wir jetzt optional, hier gibt es auch optionale Missionen, da gibt es mehr EP und so ein Gramm, mehr Geld oder so irgendwie. So ganz genau habe ich das irgendwie noch nicht rausgefunden. Aber irgendwas soll das bringen, wenn man die löst.
Und deswegen machen wir das auch. Ach, da haben wir eigentlich schon den Energiekern. Da könnten wir jetzt schon weg. Das ging aber flott. Normal hatte ich die noch nie beim ersten Gegner. So, ich muss jetzt mal eher die Combat Rifle ausrüsten. Wir haben da nicht so viel Muni momentan für die Pistole auch. Deswegen holen wir jetzt einfach mal die... Oh, Selbstmord. Scheiße. Selbstmord, Psycho. Hey, komm, laden nach. Schneller, schneller. Oh, no. Jawohl. Ach, zwei platzierte Pumpgun-Schüsse und dann haben wir uns wieder gerettet. Haha, das war nur ein Hologramm. Ja, das war nur ein Hologramm. Ach, wir haben ja auch Granaten. Wir machen jetzt trotzdem die 20 hier platt. Jetzt habe ich beide fast getötet, aber keinen wirklich getötet. Was natürlich auch ziemlich nervig sein kann. Was ist denn da los? Gammelfleisch, Skandal! Wiedersehen. Wiedersehen macht Freude. Oh, einen besseren Granatenmod, zumindest mal mit mehr Schaden. Rüsten wir mal aus. Oh, das sind die abgefucktesten Missgeburten, die hier rumlaufen. Diese Selbstmörder, egal welcher Art. Es gibt da noch mehrere später. Diese Taliban. Fanatiker. Die sind wirklich übelst nervig. Vor allem, wenn man da irgendwo einen übersehen hat und alle anderen sind tot und der sprengt sich dann in die Luft und man ist dann auch tot. Dann hat man eben keine Chance mehr, sich zu retten. Und wenn man 500.000 Dollar im Gepäck hat, dann kostet das eben auch richtig Geld. Und da haben wir eine ganz dicke Kiste. Und da ist auch Iridium drin, oder? Nein, das ist wirklich eine lilane Waffe. Ey, da halte ich ja nichts mehr aus. Das ist ja mal crazy, ey. Da muss ich jetzt aus Freude hier einfach mitten in der Schießerei stehen bleiben und mal ins Menü gehen. Wir haben eine lilane Waffe gefunden, ganz am Anfang. Finde ich übelst pornös, muss ich sagen. Und deswegen scheißen wir hier auf diese Flammenwaffe. Flammenwaffe und wir scheißen auch auf diesen Granatenmod. Der bringt eh kein Geld. Die Schilder bringen auch kein Geld. Und dann holen wir lieber hier diese Flammenwaffe noch mit. Die hier ist... Du Sau! Hat er sich gerade durch den Brückenpfeiler geklitscht. Auch das ist doch mal eine Waffe. Hier diese Waffe noch mit und diese Waffe. Das wünsche ich mir schon die ganze Zeit, dass wir uns nie begegnet wären, du ekelhafter. Ja, er ist da drüben, ne? Boah, diese Waffe ist übelst geil. Müsste jetzt auch nur wie immer treffen. Das wäre sehr vorteilhaft. Ach komm. Ach, schmeißen wir gerade den neuen Granatemod hier. Den Gegner um die Ohren. Und da haben wir es auch geschafft. Aber ich bin sicher, Reese hätte sich gefreut, wie schnell du diese Bloodshots ausgeknipst hast. Ich habe aber schon länger als 2 Minuten überlebt. Wir machen trotzdem noch ein paar Blatt, weil ich gerade Lust habe. Und kommen auch in den Level 9. Ach, das sind die ganzen Schilder, die wir loswerden. Wo ist der jetzt hin?
Ich schieße doch auf den richtigen, oder? Macht er. Du bist ein Nicht! Ein Nicht! Ja, du bist tot. So, jetzt gucken wir mal kurz. Machen wir mal Inventarpolitik. Das hier ist die neue Feuerwaffe. Die ist nochmal besser. Deswegen machen wir diese hier wieder weg. Es geht schnell hier. Wie gesagt, am Anfang in Borderlands kann das sehr, 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 sehr schnell gehen. Gerade was Neues gefunden. Und dann, die hier ist auch cool. Aber verbraucht 2 Muni pro Schuss. Aber feuert so schnell man abdrücken kann. Ich glaube, die behalten wir mal kurz. Warum haben wir eigentlich 2 Combat Rifles? Das 33er und da unten das, das verkaufen wir, das 29er. Und mit der SMG können wir eigentlich auch nichts anfangen. Die ist doch zu schwach. Und ich hole diese Pistole mal kurz raus, nur um unsere 2x52er hier zu testen. Ach, hat die ein Ziel. Meine Fresse. So, die Kiste haben wir leergeräumt. Da würde ich sagen, dann gehen wir doch mal zu Sanctuary. Gehen ein bisschen bummeln, ein bisschen shoppen. Ach, wir legen gerade noch uns einen Skillpoint. Und den Skillpoint ja, machen wir hier. Erhöht massiv den Nahkampfschaden gegen Feinde mit niedriger Gesundheit. Boah, plus 200%. Also, mein lieber Mann, dann hat man aber hier schon ganz schönen Schaden. Aber hier wird der Nahkampfschaden und deine maximale Gesundheit insgesamt gesteigert. Machen wir erstmal das, machen wir als nächstes Mal nochmal da einen drauf. Wie gesagt, wir machen jetzt zuerst mal den rechten Skilltree. Und ich will dann auch im Laufe des Let's Plays mal ein bisschen so die Mitte noch skillen und eventuell dann auch links, also man kann ja immer umskillen und dann halt das Beste herauszufinden, zu gucken, was uns am besten liegt. Das kann ich nämlich jetzt auch noch nicht beurteilen, weil ich habe zwar noch einen zweiten Assassinen mittlerweile angefangen, weil ich den hier ja nur für Let's Play Zwecke verwende und wollte mal noch so ein bisschen anfangen, dass ich auch den ein bisschen hoch, aber da bin ich noch nicht mal so weit wie hier, weil momentan der Commander Vorrang hat und die Sirene spiele ich dann halt auch noch ein bisschen nebenbei. Das ist eine Botschaft an Sanctuary, der letzten Person des Widerstands. Pandora, wie ihr es kanntet, das Chaos, die Banditen, gibt es nicht mehr. Wenn ihr es zulasst, wird dies eine Ära der Ordnung sein, des Friedens. Ergebt euch einfach und ich verspreche. Hier liegt eine Feuersnipe einfach mal auf dem Boden. Schnell sein. Waffen, wundervolle Waffen. Hat dir meine Rede gefallen? Im letzten Teil habe ich übrigens gelogen. Wo kommt die denn her? 76er Feuersnipe hier. Ja, ne? Da kann ich ja nur sagen, diese Waffe hier brauchen wir wohl auch nicht mehr. Und spielen wir mal kurz so. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch Banditenabschaum zu tun. Schönes Visier. Und ich werde jede Sekunde genießen. Gefällt mir wirklich gut, das Visier. Ich sollte nicht zu viel verraten. Ich habe da ein kleines Geheimnis, das. Ach, da oben kommen die. Hören musst, das würde dich nur verwirren. Oder? Ich dachte, da wären Rex. Naja, egal, jetzt fahren wir mal nach Sanctuary. Ach nein, Bullymonks sind da. Oh, den hat's in alle Einzelteile gesprengt. Ah, da oben sind auch Rex. Nein. Oder? War das jetzt ein Rex oder war das ein Schatten? War das ein Schatten von der Mühle oder so? Oh oh. Ah nein, gut, da kann man doch hin. Das hier sind doch Skeckhaufen. Ach, wie gesagt, egal. Wir fahren jetzt einfach mal nach Sanctuary. Wenn ich irgendwann hier um den Berg rumkomme. Ohne mich zu überschlagen. Oder gegen einen stechenden Kaktus zu fahren.